Immer wieder werde ich gefragt, Herr Kleist, was sind eigentlich die Ursachen für Narzissmus? Warum machen Narzissten das, was sie machen? Mir würde es doch in meinen kühnsten Träumen nicht einfallen, den Menschen, den ich vorne ins Gesicht sage, ich liebe dich, hintenrum fertig zu machen, zu belügen und zu betrügen. Lasst uns also in diesem Video einmal einen Blick auf die Ursachen werfen. Wie Narzissmus entsteht, lasst uns einen Blick auf die herkömmlichen Meinungen werfen und lasst uns einen Blick darauf werfen, welche Überlegungen eher vernachlässigt werden, wenn es um die Entstehung von Narzissmus geht. Ich verspreche euch, ihr werdet verblüfft sein, wenn ihr die vielleicht wichtigste Ursache zu hören bekommt. Eine Ursache, die leider viel zu oft unter den Tisch gekehrt wird. Eine Ursache, wo ihr bestimmt sagen werdet, ja klar, stimmt, warum bin ich da eigentlich nicht schon früher drauf gekommen? Nach dem Intro geht's los. Bevor ich das Geheimnis lüfte, mit welch weniger beachteten Ursache wir es zu tun haben, ein kurzer Blick auf zwei Ursachen, die immer wieder als die Begründung für Entstehung von Narzissmus genannt werden. Naja, als erstes haben wir die Genetik. Ja, es gibt Ansätze, die glaubhaft machen, dass Narzissmus vererbt wird, also genetisch bedingt ist. Und genauso gibt es den Ansatz, der sagt, dass es die Kindheitserfahrungen eines Menschen sind, die ihn zu einem Narzissten machen. Und mit Kindheitserfahrungen meine ich, dass das Kind entweder auf einen Sockel gestellt wird, es also über Gebühr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wird, oder aber, dass dieser Mensch in seiner Kindheit permanent Abwertungen erfahren musste, nach dem Motto, du bist nichts, du kannst nichts und aus dir wird sowieso niemals was werden. Es leuchtet ein, dass diese Menschen kein eigenes Ich entwickeln können. Auch das Kind, welches auf einen Sockel gestellt wird, ist im Prinzip nichts anderes als der Bedürfniserfüller seiner Eltern und muss schmerzhaft lernen, dass es sich nicht schwach und hilfsbedürftig zeigen darf, sondern zu funktionieren hat und gefälligst immer auf der Siegerstraße unterwegs sein muss. Diesen Menschen wird vermittelt, du bist besser als die anderen da draußen. Hier, mein Schatz, hier hast du zwei Schilder, die darfst du dir nun umhängen. Und auf dem ersten Schild steht, ich bin besser als die anderen. Und auf dem zweiten Schild steht, ich darf das. Ihr seht, so läuft dann ein grandioser Narzisst durchs Leben. Was aber nicht heißt, dass die verdeckten Narzissten diesen Anspruch nicht minder haben. Ich sage immer, verdeckte Narzissten laufen auch mit diesen Schildern rum, haben es sich aber eher so auf den Rücken gebunden und holen sich dann hinter verschlossenen Türen genauso ungeniert das, was die grandiosen Narzissten ebenfalls machen. Wird nun ein Mensch in seiner Kindheit permanent entwertet und nicht beachtet, dann dürfen diese Kinder, genauso wie die Kinder, die auf einen Sockel gestellt werden, ebenfalls keine Individualität entwickeln. Sie haben sich zu ducken, sich klein zu machen und haben ebenfalls zu funktionieren. Ergo legen sich auch diese Kinder eine Maske zu und zeigen sich und allen anderen da draußen nun, seht hier, ich bin gut und nicht nur das, ich bin besser als gut, ich bin perfekt. Wie schmerzhaft das für diese Menschen jedoch in Wirklichkeit ist, darüber habe ich in etlichen Videos immer und immer wieder gesprochen. Diese Menschen leben in ihrer Scheinwelt, aber die Realität klopft unerbittlich immer wieder an. Diese Menschen sitzen im Grunde genommen in einem sinkenden Boot und sind permanent beschäftigt, die Lecks zu schließen, die sich immer und immer wieder auftun. Kaum hat man ein Leck gestopft, tut sich an anderer Stelle ein neues Leck wieder auf. Diese Menschen sind Getriebene und Suchende, immer auf der Suche nach höher, schneller, schöner und weiter. Eigentlich ist es fast schon zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre.
hat ein Narzisst endlich in dir seinen Traumpartner, seine Traumpartnerin, seinen Seelenverwandten gefunden, ist er nun geradezu gezwungen, das wieder zu zerstören, wonach er doch eigentlich immer gesucht hat. Es ist wie bei den Rittern des Heiligen Grals. Schickes Pferd, schicke Rüstung, edle Ansprüche an sich und die anderen. Ja, sie sind auf der Suche und sie, die Ritter des Heiligen Grals, sind es, die im Gegensatz zu den anderen auserkoren sind, das Wahre, das Gerechte und das einzig Gute zu finden. Das Problem dabei, der Heilige Gral ist nun mal leider eine fixe Idee. Er ist bis heute nicht gefunden und die Ritter von damals waren nichts anderes als Traumtänzer, die es sehr geschickt verstanden haben, sich und andere an der Nase herumzuführen. Genauso sind Narzissten. Auch sie sind die einzig wahren Suchenden. Und in dir, so schwört er aus tiefstem Herzen, hat er nun seine wahre Seelenverwandte gefunden. Das Problem auch hier. Ja, stimmt, Narzissten sind Suchende, aber es bleibt eben beim Suchen. Von Ankommen und Finden war niemals die Rede. Und so werden für einen Narzissten die Kirschen im Nachbarsgarten immer süßer sein und das Gras auf der anderen Seite wird immer grüner sein. Narzissten kommen auch gerne mit solch schwulstigen Geschichten daher, dass sie, als sie dich zum ersten Mal gesehen haben, vom Blitz der Liebe getroffen waren und nun nichts anderes konnten, als Ehefrau und Kinder zu verlassen, weil, wenn das Schicksal ruft und der Blitz der Liebe eingeschlagen hat und Amors Pfeil dich getroffen hat, wie kann man sich diesem Ruf widersetzen? Aber es ist, wie ich es immer wieder sage, nichts als das Gerede eines unreifen Peter Pans, eines Traumtänzers. Denn es ist alles nur leeres Getöse. Wie heißt es so schön? Es hallt ein Ruf wie Donnerhall. Das hier ist alles nur Geschwall. Aber zurück zu der Frage, warum wird ein Mensch zum Narzissten? Zu Recht sagen viele Zuschauer, auch ich hatte eine schlechte Kindheit, aus mir ist aber kein Narzisst geworden. Und diese Menschen haben natürlich recht. Es sind so viele Faktoren, die mit reinspielen. Es gibt zum Beispiel Geschwister, die haben die gleiche Kindheit durchlaufen. Das eine geht einigermaßen unbeschadet draus hervor. Die Schwester jedoch wird zum Borderliner, die andere Schwester zu einer Narzisstin. Es ist ein Mix aus Veranlagungen, also Genetik und Erziehung, die darüber entscheidet, wie wir uns entwickeln. Eins ist jedoch immer klar, egal ob nun genetisch bedingt oder durch Kindheitserfahrungen oder einem Mix aus beidem. Die Ursachen dürfen nicht als Begründungen und Rechtfertigung dafür hergenommen werden, dass man andere belügt, betrügt, manipuliert, kontrolliert, sie ihrer Individualität beraubt, also letztendlich emotional missbraucht. Und glaubt mir, es interessiert keinen Richter dieser Welt, wenn ein Ladendieb zum Richter nun sagt, ich bin Opfer meiner Kindheit oder meine Kleptomanie ist genetisch bedingt. Der Richter würde nur müde lächeln und den Ladendieb wegsperren. Kommen wir aber nun zu einer Ursache, die bisher eher wenig beachtet wird. Habt ihr mal kleine Kinder im Sandkasten beobachtet? Die zwei spielen friedlich miteinander, aber es ist, wie es immer ist. Das Leben wäre ja langweilig ohne Auseinandersetzungen. Nun kommt es zum Streit. Klaus klaut der Lena ihre Schippe und was macht nun Lena? Lena fängt an, lauthals zu schreien. So weit, so gut. Aber was macht Klaus nun? Er rennt zu seiner Mutter und sagt, das war ich nicht. Nein, natürlich war Klaus das nicht. Die Schippe liegt 2 Meter weiter. Es waren nur 2 Kinder im Sandkasten, aber Klaus will es nicht gewesen sein. Merkt ihr was? Hier finden wir die ersten Ansätze für das Ablehnen von Verantwortung. Und mal ehrlich, in diesem Alter ein ganz normales Verhalten. Das war ich nicht, das habe ich so nicht gesagt. Oder die ist doch selber schuld, die blöde Lena. Braucht mir keiner erzählen, so etwas würden nur Kinder machen, die das von ihren Eltern vorgelebt bekommen. Kann sein, muss aber nicht sein.
Glaubt mir, in den ersten Lebensmonaten sind Babys und Kleinkinder noch nicht in der Lage, zwischen sich selbst und ihrer Mutter als eigenständige Individuen zu unterscheiden. Da heißt es ganz selbstverständlich immer nur ich, ich, ich. Die kleinen Kinder und Babys verstehen die Mutter als Erweiterung ihres Selbstes und lernen erst später im Laufe der Zeit, dass die Mutter ein anderer Mensch ist und dass die Mutter keine Wunscherfüllungsmaschine ist. Sie erleben die Welt hauptsächlich durch ihre eigenen Bedürfnisse und Empfindungen. Ergo, in dieser Phase ihres Lebens sind Babys und Kleinkinder die größten Narzissten, die es gibt. Im Laufe der Zeit ändert sich jedoch diese Wahrnehmung. Mit der Zeit beginnen Kinder zu verstehen, dass sie und ihre Mutter getrennte Individuen sind. Dieser Prozess der individuellen Identitätsbildung ist ein ganz wichtiger Schritt in der sozialen und emotionalen Entwicklung eines Kindes. Wie lange dieser Prozess anhält, ist von Kind zu Kind unterschiedlich. In jedem Fall halten wir fest, gerade im Sandkastenalter ist es das Normalste auf der Welt, Verantwortung abzulehnen, die Schuld auf die anderen zu schieben. Und es ist ja auch so wunderbar einfach und funktioniert immer besser, wenn dem Verhalten des Kindes kein Riegel vorgeschoben wird. Macht das Kind so weiter, dann nimmt das Drama seinen Lauf, weil das Kind lernt, das Kind entwickelt sich weiter, das Kind verfeinert seine Methoden. Es lernt, ey, das ist ja echt super, ich muss nur sagen, das war ich nicht, oder ich muss nur sagen, das war gar nicht meine Schuld. Das Ganze gepaart mit theatralischem Verhalten und schon wird dem Klaus geglaubt. Der Klaus lernt, ich muss nur gewichtig genug auftreten, nur entschlossen genug, immer schön ein auf dicke Hose machen und schon wird mir geglaubt. Es ist vordergründig ein so einfacher, ein so verlockender Weg. Wenn das Kind im Sandkastenalter lernt, ich komme mit meiner Masche durch und nicht nur das, ich habe, weil ich so auftrete, Macht und Kontrolle und die anderen zollen mir vielleicht sogar Beifall, glaubt mir, das ist so verlockend und so einfach. Und wir halten fest, eine Entstehungsursache für Narzissmus ist ebenfalls, es ist zunächst einmal der einfachste Weg, eine einfache Methode, andere zu täuschen und an den Haken zu kriegen. So ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.